bester Publisher der Welt. Ohne Scheiß. FSK USK 18. Also, drunter nicht zuschauen. So. Wo ist Ringo im Augenblick? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Warum töten Sie Cobb nicht einfach und Buster? Sie meinen ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Pulverbanditen? Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Okay. Lol. Egal. In Ordnung. Was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wer war der Mann, mit dem sie sich gestritten haben? Ich versuche, Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Kennen Sie den Roboter, der mich gerettet hat? Boah, so viele Informationen. Zu viel in mein Gehirn. Aua. Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn Sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie direkt an Anfang von Megaton in Fallout 3, wo man sich entscheiden musste, ob man die Stadt in die Luft jagt oder eben nicht. Und dafür hätte man dann entweder die Hütte in Megaton oder die Hütte in dem Penthenny Power Tower gekriegt. Wie hieß der nochmal? Irgendwas. Penthenny Tower oder irgendwie so? Tenny Pen Tower? Ach, keine Ahnung. So in der Richtung. Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie daran. Helfe ich Ringo, bin ich also in Good Springs beliebter? Und was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? Keine Ahnung, warum sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen. Aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Toll. Wer war der Mann? Er ist ein Sträfling. Nur ohne Ketten. Sagte, sein Name ist Cobb. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Okay. Ich versuche die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Nicht viel. Außer, dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Ja. Natürlich hat einer der Großkane versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Haben meine Angreifer was gesagt? Ihr Funkgerät ist mir sowas von egal. Wo sind diese Kerle hin? Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Warum das denn? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Wann wollten Sie als nächstes gehen? Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Na super. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen, den Highway 93 hoch. Okay, jetzt kümmern wir uns doch gerade um das Funkgerät. Klar, von außen sieht man nichts, aber ich glaube, irgendwas da drin ist kaputt. Es wird auch was für Sie rausspringen. Ich bleibe gerne auf dem Laufenden über das, was in der Welt passiert. Und Mr. New Vegas ist so ein netter Mann. Kennen Sie einen Roboter, der mich gerettet hat? Geht irgendwer Interessantes im Rest des Öls vor sich? Das fragen wir erst noch das mit dem Roboter und danach das dann mit dem Ödland, ob da irgendwas ist. Ich kenne dieses Ding so gut wie jeder andere hier.
Es lässt uns meistens in Ruhe, was mir nur recht ist. Ab und zu rollt er ein wenig herum. Sonst macht er nichts Nützliches, soweit ich das beurteilen kann. Keine Ahnung, warum er sich für sie interessiert, aber ich wäre lieber vorsichtig. Bisher hat er noch nie jemandem geholfen. Er tut zwar sehr freundlich, aber ich vertraue diesem ganzen lustiger Cowboy-Getue nicht. Das ist alles sehr gruselig. Ja, das stimmt. Schon gut, reden wir über etwas anderes. Und jetzt noch das hier. Es passiert immer was Interessantes. Aber das Wichtigste ist wohl die anstehende Auseinandersetzung zwischen der RNK und der Legion am Damm. Warum wollte Ihrer Meinung nach sowohl RNK als auch Legion? Die Legion ist allerdings ein Haufen Wilder. Keine Ahnung, was die mit dem Damm wollen. Wahrscheinlich warum die wollen den Damm sie ihn zerstören wollen. Oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja, egal. Die zwei Parteien interessieren mich jetzt erstmal nicht. Da werden wir bestimmt noch früh genug was drüber erfahren. Jetzt das Radio, wo ist denn das? Hey, das geht doch. Okay. Geht anscheinend doch nicht. Brauche ich reparieren für mindestens 20 für, habe ich nicht. Interessiert mich nicht. Hier sind Werkbänke. Nachladebank, okay. Gut. Haben wir noch irgendwelche Aufgaben? Okay. Also als erstes rechnen wir uns an den Spanken. Das haben wir alles bestanden. Gut. Der Roboter hat da eine Kartenmarkierung hinzugefügt, fällt mir gerade ein. Da wurde ich gefunden, ne? Da. Boah. Ist ja gar nicht so groß, wie ich dachte. Oder geht's in die Länge? Ne, ich hab's mir größer vorgestellt, um ehrlich zu sein. Aber es ist genauso groß wie Fallout 3 ungefähr. Vielleicht sogar ein bisschen größer. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal zu dem Friedhof. Der war jetzt hinter Saloon, oder? Ja. Da oben? Fragezeichen? Ja, wahrscheinlich. Müssen wir mal schauen. Boah, komm ich nicht hier drüber. Die Musik ist schön und gut, aber... Da sind wir wieder. Hier ist Mr. Hören wir mal, was der zu sagen hat. Und heute Abend liegt etwas Magisches in der Luft. Und damit meine ich nicht bloß die Gamma-Strahlung. Und nun das Neueste vom Tage. In Freeside kommt es zu Spannungen zwischen der herrschenden als Kings bekannten Bande und zahlreichen RNK-Landbesetzern, die dort Zuflucht suchten. Der Anführer der Kings, der sich einfach nur der King nennt, zeigte sich gereizt und schimpfte RNK-Bürger wörtlich Devil in Disguise. Er fügte hinzu, er wolle niemanden aus der RNK in the Ghetto sehen und empfahl in großem Stil so wörtlich Return to Sender. Was sie gerade hörten, wurde gesponsert vom Silver Rush. Silver Rush. Fühl wie die Wärme des Lasers okay. Deine Hand durchströmt. Halt ja. Gut, hier waren wir drinne. Ich kann mich erinnern, dass der Typ da irgendwo stand. Aber hier scheint nicht sonderlich viel zu sein. Außer ein paar leere Flaschen. Ist hier echt überhaupt nichts. Schade. Ne, hier ist echt gar nichts. Gut. Dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt uns langsam auf den Weg machen. Gehen wir dann einfach mal in die Richtung, die die Dame uns gesagt hat. Also, das heißt, wir müssen da lang. Vielleicht, ich kann mal gerade schauen, wie viele Kronkorken ich habe. Dass ich vielleicht vorher noch was kaufe. Beziehungsweise, ach, das heißt ja jetzt Deckel. Ich vergaß. Heißt es jetzt eigentlich Deckel? Ach egal. Ich glaube, es ist dasselbe mit gemeint. Schauen wir einfach mal, ob da irgendwie noch ein Laden ist. Wo sehe ich eigentlich, ob ich was trinken muss?
Ne, mir geht's gut. Ach, ich muss auch essen. Scheiß. Ja, wie es aussieht. Okay, suchen wir jetzt erstmal einen Laden, wo wir vielleicht irgendwas kaufen können. Oder wir gehen oben mal zur Tankstelle. Und reden mit dem Heini. Ja, ich glaube, das machen wir als erstes. Gemischtwarenladen. Interessant. Sieht doch schon gut aus. Oder Audi. Nicht? Schallgedämpft. Audi. Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat Sie wieder zusammengeflickt, richtig? Hätte nicht gedacht, dass Sie sein Haus je wieder verlassen. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Zeigen Sie mal Ihr Angebot. Natürlich doch. Das ist ja doch schon eine ganz schöne Menge. Also das war jetzt hier diese Munitionstypen. Magnumpatronen. Elektroschrott, Energiezellen. Ja. Ha, so viel Kohle haben wir gar nicht. Scheiße. Naja, das bringt gar nichts. Wir haben jetzt erstmal genug. Ich weiß, dass ich hier was holen kann, aber das bringt jetzt gerade mal echt gar nichts. Ich habe viel zu wenig Kohle dafür. Was lungert der da so rum? Hallo. Ja, du mich auch. Der will nicht mit mir reden. Dann nicht. Hier oben hat er sich verschanzt, ne? Hieß es. Ist da irgendwas drin? Nö. Nehmen wir. Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was Nehmen wollen Sie von mir? Ich bin kein Fall, falls Sie das meinen. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Ja, dann nehmen Sie doch Wir unter. Haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Nee. Das ist ein Spiel für zwei Spieler. Der Sieger bekommt den gesamten Einsatz. Man baut mit seinen Karten eine Karawane. Das Ziel ist es, Karawanengebote zu machen, die Gebote des Gegners schlagen. Es geht also mehr um Strategie als um Glück. Darum sieht man Karawane auch in keinem Casino. Es ist zu langsam und wichtiger, die Bank hat keinen Vorteil. Hier, nehmen Sie dieses Holoband. Es erklärt die Regeln genauer. Sie benötigen außerdem einen Kartensatz. Hier, einer von meinen. Also, Lust auf eine Partie? Nee, gar nicht. In Ordnung. Machen wir nochmal gerade einen kurzen Schnitt.